An fast allen Ladeluken stehen die Fahrzeuge und die nächsten warten schon. Hochbetrieb am DHL-Paketzentrum in Leipzig. Denn die Bänder drinnen laufen pausenlos, wie sonst nur in der Vorweihnachtszeit. Momentan verschickt DHL bundesweit jeden Tag bis zu 9 Millionen Pakete. Vor Corona waren es im Schnitt etwa 5 Millionen. Die Folge sind Paketstaus. Von DHL heißt es, ein Grund ist, dass viele Versenderkunden nach wie vor ihre Auftragsbestände der letzten Wochen abarbeiten und uns weiterhin hohe Versandmengen ins Netz geben. Aufgrund notwendiger Schutzmaßnahmen für unsere Kolleginnen und Kollegen verzögern sich zum Beispiel in den Paketzentren teilweise auch unsere Umschlagprozesse. Abhilfe sollen zusätzliche Arbeitskräfte bei der Paketzustellung leisten. 2000 zusätzliche Mitarbeiter hat DHL bundesweit bereits eingestellt. Auch Kurzarbeiter aus anderen Bereichen seien gefragt. Genau diese Möglichkeit begrüßen die Gewerkschaft Verdi und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund in Sachsen. Grundsätzlich wäre das schon positiv, weil natürlich durch die Möglichkeiten, die jetzt in der Kurzarbeit auch geschaffen worden sind, dass man in systemrelevanten Bereichen zusätzlich noch sein Kurzarbeitergeld aufstocken kann und das auch nicht angerechnet wird, gäbe es da schon die Möglichkeit, dass Leute auch bei DHL noch eine Beschäftigung finden. Es könnte also eine Win-Win-Situation werden, in der sowohl Paketzusteller als auch Menschen mit derzeitigen Einkommensverlusten profitieren. Und am Ende natürlich auch der Kunde zu Hause. Dennoch kommen laut DHL 3 von 4 Paketen mit Verzögerungen an.